Let's play Stardew Valley. Ich bin schon am Rennen. Letzte Folge, alles vorbereitet für den richtig, richtig tighten Minenrun. Das hier mal kurz sortieren. Wir haben jetzt nämlich eine Copper Pickaxe und das Silver Saber. Damit rasten wir jetzt völlig aus. Richtige Ausrast. Wir wollen mindestens auf Etage 25. Oh, was ist das denn? Das sieht fancy aus. Das möchten wir. Ein Topaz. Komm her, du Krampodil. Ja. Too easy, ey. Too easy, mate. Oh, da waren noch ein paar Möhren drin. Für unterirdische Insekten, die müssen wir nämlich auch noch für die Gilde töten. Wo ist denn bitte... Ja, komm her. Komm her, du. Du kannst mal in mein Superschwert fliegen, du Krampe. Habe ich noch keinen Damage gekriegt hier unten bisher? Nee, ne? Aber Maschinenfranz bin. So, Ebene 22. Madame et Messieurs. Ich kann kein Französisch, aber manchmal kopiere ich Worte in meinem Kopf. Hehe! So, ist auch schon eine relativ lange Session heute, weil ich ja, wie gesagt, was kränkel. Ich war so... Ja, ich war in München übrigens. Da sind Dinge passiert, die ich euch nicht verrate. Fritz hatte zum Beispiel, einen Käse in seinem Schrank, der hieß Rapesan wahrscheinlich, aber ich habe es wie Rapesan gelesen und war sehr beängstigt. Was macht man wohl mit Rapesan? In diesem Moment werden seine Spiele für mich wieder freigegeben in der Steam-Bibliothek. Das ist. So, hier die komischen Unterwasserinsekten. Nee, das ist nicht unter. Ah, oh, jetzt. Nee, München war gar nicht so spektakulär tatsächlich. Ich habe den Fritz besucht, war in der Redaktion. Die ganzen alten Kollegen angeguckt. Oh, Monster Slayer! Die sehen alle noch aus wie früher, außer dass manche dicker geworden sind und andere dünner und größer und kleiner. Nee, Schmarrn. Ein sehr schönes Kompliment von der Petra bekommen. Die hat nämlich gesagt, ich hätte mich kein Stück verändert, optisch. Das fand ich krass, weil ich tatsächlich ja jetzt 8 Jahre nicht in München war. Kann man doch mal sich... geh runter wie Öl, du! So, den Stein machen wir noch kaputt. So, 23. Und hier sind Stinker. Okay. Auch schon 1.30 Uhr, so lange können wir nicht mehr. Und wir müssen nicht, aber ich würde da gern runtergehen. Achso, ich habe hier oben schon 8 Treppen gefunden. Ich löst Horst. Komm her! Hier noch einer? Schnell runter, 24. Weil hier drin wird es ja echt schnell spät, ne? Das haben wir ja schon festgestellt. Besser müssen wir heute nicht. Oh, hier sind noch ein paar Spaßzwiebeln. Das ist der Fachbegriff. Unter Minenarbeitern sind das Spaßzwiebeln. Toll. Ja, und München ist, also was man auf jeden Fall festhalten kann, München ist nach wie vor raketenteuer. Also es ist wirklich unglaublich. Also so Alltagssachen, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ist der... Gehst du zum Dönermann und holst dir was zu essen irgendwie und es kostet einfach alles ungefähr 1 Euro mehr als bei uns hier in Bielefeld drinne. Dafür ist das Bier sehr lecker und kann man natürlich nicht anders sagen, ne? War das eben eigentlich, das waren die Cave-Insekten, oder? Oh, krieg ich meine erste tighte Belohnung. Wo geht es denn hier runter? Wo geht es denn hier nach Istanbul? Hallo? Ich würde gerne auf die nächste Ebene. Da ist sie doch. Bäm, Leute! Da ist der Aufzug. Ja, komm, dann flexen wir uns noch ein bisschen weiter runter. Ab wo kommt denn Eisen? Ja, und ich habe dann... Der Fritz war so nett und hat mir Unterschlupf gewährt in seiner sehr, sehr schönen Wohnung. Der musste aber in der Zeit arbeiten und... Ich hatte ja auch vorher gearbeitet. Ich war ja beruflich in Passau. Gibt uns denn viel Energy? Energy. Ja, wir essen jetzt die Cave Carrot. Und noch eine Cave Carrot, bitte. Yes. Alle Cave Carrots rein in den Firlefanz. Und deswegen war das für mich ja ein bisschen wie Urlaub, was ich da gemacht habe in München.
Und deswegen habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich total gerne noch die VR-Brillen ausprobieren, die Vive oder die Rift. Hat aber nicht funktioniert, weil ein Kollege, den ich nicht, ein ehemaliger Kollege, den ich nicht näher benennen möchte, Daniel, uns versetzt hat einfach. Also er sagt, er hatte andere Termine. Uah! Ich habe doch voll viel Energie, komm. Dann holen wir uns jetzt hier das Monster Slayer Abzeichen. Ja, kommt ran. Bring it on! Guck mal, ob die Windmühlentechnik funktioniert. Oh nein, mein Inventar ist voll. Ja, damit kann man mega gut kämpfen. So, wann müssen wir aus der Höhle raus? Hier ist noch... Ey, das ist kein Eisen. Ich dachte, so sieht vielleicht Eisen aus. Ja, und der Fritz hat einen wunderschönen Balkon. Also so eine Loggia, wie man wahrscheinlich fancy ja sagen würde. Alter, das nehmen wir doch, das Geschenk hier. Da habe ich die ganze Zeit drauf rumgechillt und tatsächlich Hearthstone auf dem Tablet gespielt. Und halt gelesen und tatsächlich auch ein bisschen was für meine Masterarbeit gelesen. Zwei Seiten ungefähr. Opas. Alter, jetzt will uns das Spiel aber auch nach unten bringen, ne? Okay. Nichts Besonderes. Das war sehr cool. Und dann haben wir abends immer ein bisschen gezockt. Der ist ja, Fritz ist ja aktiver Journalistenmann. Und, was esse ich denn jetzt hier? Ach, Zap brauchen wir nicht. Zap ist nun wirklich wertlos. Geisteralge würde ich gerne noch behalten. 6 Holz sind zur Not jetzt auch nicht so wichtig. Ein Level noch. Krass, das müssen wir schaffen. Schon 7 PM. Komm schon, mach den letzten Step, denn dann bin ich im Recht. Nein. Ah! Sorry, ich bin, jetzt kann ich nicht weiterreden, weil ich hier so gestresst bin im Kopf. Hier drunter ist das bestimmt. Boah, dann hätten wir 2 Stück geschafft, das haben wir noch nie geschafft. Hey, du Mistkröte. Nur weil ich auf den falschen Knopf drücke, heißt das nicht, dass du mich besiegen kannst. Nee, wann geht's denn runter? Wo geht es herunter? Es ist schon sehr spät. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da ist der Runterweg. Bam! Ich will nur kurz gucken. Was ist das? Ich habe gegen ein unsichtbares Monster gekämpft und ich weiß nicht, ob das gut war. Was kann hier von weg? Topas behalten wir mal lieber. Zeit angehalten. Eine grüne Alge kann weg. Nicht, dass der was hat liegen lassen. Was? Ach, alles Kupfer. Wann kommt denn endlich Eisen? Egal, wir müssen ja langsam mal raus. Und wie kann ich den Laden hier beleuchten? Gibt's was? Ah, Torch. Ah, ich habe kein Holz und Sap. Okay, das heißt, ich muss für den nächsten Ausflug dann jetzt auch schon Torches mitbringen. Will do. Was war das? Wie sieht das bitte aus? Danke. Yep, leave the mine. Das reicht hier aber noch nicht, oder? Da gibt es bestimmt mega gute Geheimverstecke. So, es ist 9 Uhr. Nicht, dass ich hier wieder die Zeit verdödel. Ah, ich habe auch gar keinen Platz. Danke. So. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, München ist teuer, aber auch sehr schön natürlich. Die Stadt ist cool. Ich habe natürlich auch relativ wenig gesehen. Und es ist ja unglaublich weit weg. Ich bin nach Passau, bin ich 6 Stunden gefahren. Dann da halt gearbeitet. Und von Passau nach München sind es dann nochmal 2 Stunden. Das war dann am nächsten Tag. Oh, was denn? Wer bist du denn? Eine Spicy Berry. Nicht zu verwechseln mit Hailey Berry. Pfff. Oh.
Oh, auch hier war ich lange nicht drin in der alten Höhle. Gucken, ob die mir hier Geschenke gemacht haben. Nee. Nicht so fleißig momentan. Wie? So, dann gucken wir mal. Kaufen wir mal den Pilz testweise. Weiße Alge. Davon noch mehr. Eine habe ich doch schon verkauft, oder? So, der Mega-Quarz kann weg. Oh, hier ist noch ein super Pilz. Okay. Jetzt nicht so die Mega-Ausbeute, aber... Wir können dann morgen ja mal gucken. Achso, morgen bringen wir dann das Ding da auch mal hin zum alten Schreiner, der Sachen repariert. Können wir mal umwandeln. Das geht da rein. Zeug wird noch verkauft. Ach, der. Auch. Es geht voran, Kinder, mit unserer Farm. Es geht mega gut voran. Und es macht auch immer noch tierisch Spaß übrigens. Also nicht, dass ihr... Ich mach das hier nicht nur für euch. Es macht mir tatsächlich Spaß. Und das. Milch in den Käsomaten. So, was haben wir denn hier noch? Wenn wir Mineralien nehmen wir hier mal raus. Was hatte ich denn gerade noch? Ich wollte doch hier irgendwas reinräumen. Heiße Alge heben wir auch mal auf. Crazy Zeug. Haben wir hier noch andere Mineralien? Ah, noch eine Geode. Die können wir morgen knacken lassen. Los, knacken, Geoden-Opa. Ach, morgen gibt's wieder Sturm, ne? Könnte man hier eigentlich nochmal runter? Ich komme gerade drauf, weil ich hier den Sap sehe für die Fackeln. So, hier Mineralien. Hier den Thun. Wollte ich mal... Oh, das Do-It-Yourself-Achievement bekommen. So, machen wir mal 20 Fackeln. Tepper könnten wir... Machen wir mal noch einen Tepper. Wo wir gerade dabei sind. Bait. Muss ich die Sachen gar nicht dabei haben? So, Bait können wir direkt in die Angel laden. Weil ich nicht mehr weiß, wie es geht. Rechts, ja. Okay. So, dann haben wir hier noch Celestines. Das sind alles Mineralien. Die kommen hier noch rein. Das Gedenker kommt da rein. Oh, nicht, dass ich jetzt hier gleich die Zeit verpasse. So, hier unten. Ach, guck mal, da ist es ja auch schon gar. Ah. Das ist doch ganz gut, oder? 12 Uhr. Cheesy. Ja, da wird wirklich gerade easy cheesy gemacht. So, das verkaufen wir mal, das Artisanenprodukt. Disco Disco Artisani. Ah, jetzt mache ich auch Licht, wenn ich auf Kopf habe. Okay, ja, das räumen wir morgen weg. Wir gehen erstmal schlafen. Gut, hallo? Danke, ich konnte nicht schlafen gehen. So viele schöne Sachen verkauft. Irgendwas Besonderes dabei? Ah, die Pilze. Ah, was bringt denn der Tar? 100. Okay. Nein. Man kann der Tar-Farm machen, aber. Ja, Coolio. Ja, ach so. Ja, Oculus wollte ich ausprobieren. Habe ich immer noch nicht. Muss ich unbedingt noch machen, weil das Fazit ist, was ich von allen Leuten gehört habe: man muss es mal ausprobiert haben, diese Virtual Reality-Brillen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, morgen ist Dance of the Moonlight. Jellies. Und morgen ist ein Fest, okay? Okay. Fuck is on my side. Achso, davon wollte ich ja bei Gelegenheit mal noch mehr Dinger bauen, ne? Hey, Sweet Peas kann man nicht zu Gemüse machen. Nur zu Gedöns. So, erstmal mit dem Eimer losziehen. Guten Tag!
Hä? Was ist los mit dir? Was ist mit Schrank los? Oh, ich habe Schrank, glaube ich, letztens aus Versehen umbenannt. Konnte ich da gerade. Konnte ich die umbenennen? Nee. Ja, also, ihr müsst. Bei Regen geht ihr nicht so gerne raus, ihr Viecher, ne? Da, da. Hä? Irgendwie konnte ich doch. Hm, egal. Deswegen haben wir jetzt auf jeden Fall die Duchesse. So, hier, wenn ihr nicht rausgeht im Regen, dann gibt's drin was zu beißen. Aber wir müssen. Oh, was da passiert? Unser Zaun ist kaputt. So, alle Hühner geherzt. Die ganzen Eier einsammeln. Boah, mega gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Käse und eine neue Mayonnaise-Maschine. Was ist hier los? Was hat es damit auf sich? Nein, nicht das Ei essen. Der Zaun geht kaputt mit der Zeit. Das ist ja witzig. Braucht man denn für so eine neue Mayonnaise-Maschine? Ein Erdkristall. Naja. Den Hardware. Oh, ein bisschen zu teuer. Das ist ja auch egal. Das kostet ja nur Zeit. Ach, das soll alles ins Community Center, ne? Ich Zeug. So, jetzt ist ja gerade Pause. So, was haben wir alles vor? Das Holz kommt weg, Kohle kommt weg, Sap kommt weg. So, Geoden müssen zum Schmied. Papa Bars haben wir dabei. Dann geben wir nämlich das andere Ding auch ab. Geht mal kurz auf Halde. Wird alles verkauft. Sweet Pea kann hier drin bleiben. Geoden gehen zum Schmied. Das nehmen wir mit. Angel nehmen wir mit. Das für einen Notfall. Milchtopf kann hier bleiben. Oh nein, müssen wir. Also ist ein Luxusproblem, dass ich mich jetzt darüber aufrege, dass ich ernten muss, aber ich will ja ins Eisenland. Hab ich Bock aufs Eisenland. Warum ist das denn hier alles immer so ungleich reif? Wahrscheinlich, weil ich Idiot ist unreif, ungleich gepflanzt habe, aber. So. Achso, können wir hier noch reinschmeißen. Ach, jetzt. Ole, mir egal! So, manche Sachen habe ich schon mal gedüngt, andere nicht. Wir sind der reichste Bachelorbauer der Welt. Unglaublich, die rennen uns hier die Bude ein. Ah ja, danke liebe Würmer. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich die Hoe upgraden wollte, die ich nämlich nicht mitgenommen habe. Dösflöte. Dösflöte ist ein Wort. Hoe. So, ja, Mayonnaise können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Vielen Dank für diesen Clay. So, wir müssen. Ach so, ins. Nee, die Sachen fürs Community Center haben wir nicht dabei. Aber auch egal. Natürlich alle nicht draußen, die faulen Hunde. Im Regen. Oh, wir können uns auch unsere Belohnung in der Gilde abholen, ne? Aber das geht erst um 2 Uhr. Waren wir so spät letztes Mal erst unterwegs? Ja, geil. So, Johnny be good. Erstmal hier Geodenzeit. Was denn? According to legend, angry thunder spirits would throw these stones at each other. Okay, Donnersteine. Normale Steine. Ein Gedöns. Ein Kristall. Und noch ein Gedöns. Achso, nee, Johnny, du sollst ja hier. Mach mal die Copper Hoe, klar. Okay. Gucken wir mal, ob davon was ins Museum muss. Ja, du bist doch schon wieder am Rauchen, ich sehe das doch. Ja, wenn wir immer dasselbe erzählen, finde ich das auch immer nervig. Hm, okay. Was hab ich denn hier gefunden? Wenn man die wohl noch braucht, später vielleicht für das.
Advanced Crafting oder so, wenn man das so nennen will. Oh, ich spiele schon so lange, ich habe so Durst. Den neuen Geheimweg hoch. Moment, jetzt gucken wir mal, ist das hier noch viel, ein noch viel besserer Geheimweg? Hm, nicht so, ne? Das war, dieser Geheimweg trägt den Titel Umweg. Von unten muss man nichts. Hallo, Emo Bernd. Ah, du willst immer Frösche gucken. Soll ich dir mal einen Frosch zeigen? Ja, bei Elfi können wir demnächst mal gucken. Aber erstmal ist jetzt ja bald voll. Da gibt es neues Gemüse. So, die machen erst um 2 auf. Das hilft uns nicht, ne? Das war doch so, oder? Faulen Hunde hier. Ja. Vielleicht, wenn wir eine neue Etage finden, wäre das natürlich eine Option. Wow, runter auf die 30. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist mit den Fackeln, aber Zap ist jetzt ja auch nicht so rar. Was ist das für ein Vieh? Ih! Gegen so eins habe ich wahrscheinlich schon mal gekämpft, aus Versehen, ne? Gut, dass ich das neue Schwert habe. Sonst wäre hier aber Achterbahn gewesen. So, machen wir hier mal ordentlich Licht rein. Okay, also hier wollen sie, hier scheißen sie einen ja zu mit Kopper. Oh nein, Fledermäuse sind doch Freunde. Oh, Fledermausflügel. Ich weiß nicht, ob man das hier so krass ausleuchten muss, wie ich das mache. Habe ich die Fledermaus jetzt nur verstreckt oder kommt sie jetzt und greift mich an? Die Fledermäuse sind also die neuen Insekten hier. Da geht's rund. Hier noch gucken. Hier noch so Viecher? Ne. 5-3. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh, ein normaler Kristall. Schade. Gut, dass wir das Superschwert haben. Ah, Dwarf Scroll 1. Wo? Wo geht es hier weiter? Komm, Fledermaus. Ah, geht's weit. Findet ihr eigentlich auch, dass das aussieht wie Riesennasen, was die haben, die Viecher? Okay, nichts Spannendes. Wollen ja auf die 35, ne? So, oben hat jetzt die Gilde gerade aufgemacht. Zombie-Mann? Was sind denn das für Viecher? Boah, wir sind jetzt aber echt mega weit gekommen, ne? Als ich, also quasi heute, also in dieser Spielsession, die ich jetzt hier mache, zuerst waren wir bei 15. Ich will mich nicht beschweren, aber so mega gefährlich finde ich die jetzt nicht, die neuen Gegner. Vielleicht liegt es aber auch einfach am neuen Superschwert. So. Ich will ja zum Eisen. Eine Fackel können wir hier mal noch hinmachen. Schadet ja nicht, eine dabei zu haben, sonst würde man hier Sachen übersehen. Außerdem trägt es total zur Gruseligkeit dieser Höhle bei. Ding! Oh, da sieht man doch Stinkeraugen. Also Stinker gibt es ja bei The Forest, was hoffentlich, wenn ich diese Folge mache, schon weiterläuft. Okay. Jetzt müssen wir Steine kloppen. Ein Ausgang.
Hallo Ausgang. Da wüsste ich echt gerne, ob der random versteckt ist oder. Irgendwie ein System gibt. Oh, wie hab ich den denn jetzt gesehen? Bling! Cool, dann fahren wir jetzt gerade mal. Oh, was ist hier? Ach, normale Steine. Weil wir fahren nur gerade einmal hoch zur Adventurers Guild. Die müssen doch länger aufhaben, wenn die erst um 2 aufmachen, die faulen Hunde. Die müssen jetzt zum einen neue Sachen zum Verkauf haben. Und der Johnny hat jetzt das. Ah! Insektenkopf. What? Not very pleasant to wield. Was ist das denn? Level 6 Schwert. Ich raste aus. 8 bis 15, 1 Defense. 10 bis 20. Okay. Das ist ziemlich gut. Eieiei, jetzt geht's hier aber los. 10.000 ist das wert. Jahaha. Ja, das bringt uns aber alles noch nichts hier, oder? Ja, die Frage ist, könnte das halt auch verkaufen? 10 bis 20 plus 2 Speed. Ich hab momentan. Ey, das ist schon gut. Was das? Not very pleasant to wield. Naja. Wird's schon nicht sein. Ja, ich kann es auch blocken, also es verhält sich wie ein Schwert. Das hieß ja auch Schwert, ne? 6 PM. Lohnt sich das dann nochmal runter zu gehen? 40 kommen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Okay. So, dann probieren wir mal unseren Insektenkopf aus. Aber wann kommt denn wohl Eisen? Alter Lachs, der hat jetzt aber. Der hat immer hart gefressen. Dass ich wieder die Zeit verdösel. Und das waren das. Ne, das waren normale Batwings. Weiß nicht, ob ich die Sachen hier besser erkunden müsste, aber. 7 Uhr. 30. Ja, ich glaube nicht, dass ich noch so viele Etagen schaffe. Ich gern wollte. Wow, krass, wie spät ist denn das schon? Das ist ja mega abgefahren. Diese Folge ist ja jetzt schon Turbo 1000 lange. Kinder, ich hab total die Zeit vergessen, aber ihr freut euch ja dann, habt dann eine längere Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich, ne?